So, jetzt sind wir hier auf einem neuen Server und da hoffen wir einfach mal, okay, es pisst zwar gerade, aber ich hoffe mal, dass es sonst immer irgendwie besser wird. Dir ist das Spannendste verpasst, ich habe nämlich gerade einen Player gekillt, weil er mich angegriffen hat. Ja, ich glaube, ich sehe dich, du da rennst ja gerade auf dem Platz rum, okay. Oder? Max, keine solch böse Worte im Internet. Okay, auf alle Fälle würde ich sagen, ich lenke mal die Zombies ab und du lootest die Leiche, okay? Weil der hatte auf alle Fälle irgendwie dabei. Die liegt genau beim Haupteingang vom Shop. Der hat CZ55, nice, wir haben einen Sniper, zweiter Sniper. Okay, hast du ihn schon gelootet? Nein. Achso. Ich muss die ganze... Alter, da sind 50 Zombies um mich herum. Ja, ich weiß schon, ich sehe das von hier. Ey, geh mal weg. Ja, ich... Max, dafür hat dein Sturmgewehr so eine Dauerfeuerfunktion. Ja. Nein, Paul. Scheiße, es folgen dir aber nicht alle. Ich weiß. Zwei da sind aber verpackt, also die zwei, die da sind, könntest du einfach theoretisch einfach abknallen. Also ja, mich einfach, verfolgt jetzt aber auch einer. Okay, naja. Ah, scheiße, jetzt kommen dann nochmal zwei, die dich verloren haben. Okay, fuck. Okay, ja. Okay, wir denken die Zombies alle ab und denken die auch anders hin, okay? Geh mal dahinter. Kommen wir mit mir mit, dann denken wir die Zombies ab. Und dann irgendwann kommen wir zurück und looten die Leiche. Ja, warte, ich gehe in die andere Richtung. Wird ja noch ein bisschen da. Okay, warte, ich glaube, die Zombies haben mich verloren. Ne, der eine da, der Sitz sagt, der verfolgt mich noch. Sitz? Was da warst du? Der Sitz sagt, also der Typ, der im Sitzen läuft. Ach so. Wie kommst du auf diesen Namen? Der Eiskalt, also eigene Begriffe dafür aussucht, als ob er dafür ein Recht hat. Ja, jetzt weiß nur keiner, was ich meine, aber. Hey, ich glaube, ich bin an dieser Scheune, wo ihr vorher mal, wo du was erzählt hast, dass ihr wart. Nice. Okay, dann komm einfach rein in... Komm nach Tidenogorf, da ist eine Leiche mit der CZ55. Also, hallo? Nee, ich glaube, das ist... Nee, ist dann... Also einfach das noch zu weit davor. Das ist auf jeden Fall das so eine kleine... Das Ding, ich guck mal, da liegt ja auch oft Zeug drin, was irgendwie interessant ist. Mach das. So, ich versuche jetzt mal von hinten ranzukommen. An die Typen. Ja, ich gehe von hinten. Ich versuche durch den Shop durchzugehen. Hä? Versuche durch den Shop durchzugehen. Scheiß Zombie, verpiss dich, alter Mann. Ich hätte ja so gebraucht, den einfach wegzupusten, aber dann würde ich echt umringt sein. Okay. Denke jetzt haben wir. Ich kann mal deine Leiche versuchen zu looten. Könnte ich auch versuchen, die mit so einem Empty Whiskey Bottle. Alter, bist du das, Junge? Ja, das bin ich. Ich dachte schon. Scheiße. Irgendwie habe ich im Spiel schon zwei Player gekillt. Bin gerade auf. Schon zwei? Der macht total heute. Wieso zwei? Leo, wo habe ich die M60 gleich wieder her? Keine Ahnung mehr. Von dem Player, den ich gekriegt hab. Aber piss dich. Okay. Hast du gelootet? Nein. Okay, ich bin jetzt im Shop. Ich hab hier auch eine CZ55 gefunden. Nice. Aber das ist in dem eher, also ist egal. Ja, ich weiß, aber ich nehme die Munition mal für euch mit, oder? Ja, okay, mach das mal. Ist ein Magazin dabei. Ja, ist doch gut. Okay, Leo, geh aus dem Shop raus. Ich versuche jetzt damit, hier ein bisschen auf Trab zu halten. Ja. Alter, ich habe jetzt irgendwie in der letzten Woche habe ich zwei Sniper gefunden. Das war nice. Mann, so. Ich muss noch kurz gucken, wie ich... Okay, Alzheimer ist die Ding. Alle Zombies sind jetzt bei mir. Alle Zombies sind im Shop, wir können ihn da jetzt looten, glaube ich. Ah, fuck. Da ist noch einer. Ja, ich weiß. Alter, Achtung, Leo, der Zombie ist auf dich, glaube ich. Oh, nein, doch nicht. Okay, Leo, ich kann dich für dich aufmachen, wenn du willst. Alter, der ist durch die Tür gebackt hier. Scheiße. So, Tür ist offen. Nicht so schwer. Scheiße. Ja, komm, eine scheiß Zombies. Ich könnte einfach einen erschießen von hier. Und dann kommen alle auf mich. Scheiße, Junge. Und ich verpiss dich. Ich hab doch gar nichts für euch, Mann. Ich schmeck scheiße. Okay, ja. Warte, jetzt kann ich ihn looten, glaube ich. Okay, nimm ihn. Ja, das sagen sie alles. Nein, jetzt kommt der gerade so ein scheiß Zombie aus dem Shop raus. Was wir machen können, wir können einfach weit weg können, dann wieder zurückkommen. So, warte, jetzt bin ich bin da. Okay, für die Sniper als erstes sind alle Moni dafür und dann schau dir den Rest an. Der hat keine Sniper, der hat eine AKS. Echt? Aber der hat aber ein CBD vorne drauf.
Das hättet ihr mal sagen sollen, dann hätte ich euch die TZ. Was soll ich jetzt nehmen? Was nimm die AKF, wenn du die hast? Ist auch egal. Das sah aber aus wie ein Sniper, der hat ein CVD vorne drauf. Paul, magst du zurücklaufen und sie jetzt mitbringen oder nicht? Nein. Ja, wenn wir zwei Sturmgewehre und einen Sniper haben, dann ist das auch ganz gut. So, hier. Sturmgewehr. Junge, okay, wo bist du lang gelaufen? Ich bin jetzt noch im Shop hier. Im Shop? Nein, am Shop. Ja, ich auch. Sicher, dass er kein Sniper war? Ganz sicher. Ihr kannst ja nochmal nachgucken, aber ich habe nur die AKS gesehen. Und ich kann ja nicht zwei große Gewehre haben. Schau lieber nochmal nach. Doch, schau den Backdeck, aber... Wenn ich sehen, stimmt. Der hat hier, die liegt da noch an deinem Ding dran. Was? Hat er noch? Das war eine Winchester. Nein, hat er nicht. Ja, das ist die Winchester, die ich abgelegt habe. Achso, aber das Komische ist, da an deinem Körper ist ein Sniper dran. Ja. Vielleicht kann ich. Also, Skin. Vielleicht ist das ein Bug bei mir. Egal, okay, gehen wir weg. Warte, ich schau auch noch mal hin. Nee, da sind viel zu viele Zombies. Okay, wo gehen wir hin? Ich zeig's dir, wohin. Also, ich bin jetzt hier in der Nähe von der Leiche. Okay, ich geh jetzt am Hintergang am Shop raus und. Okay. Aber dann in Richtung weg. Ja, ja, Richtung weg. Ja, wir gehen Richtung weg. Okay, komm, Leo. Jetzt zur Liebe. Ja, okay, wo bist du? Mal Richtung. Treffen Sie da bei dem großen weißen Turm, wo du vorhin warst. Na. Ja, groß ist der nicht. Okay, ich sehe dich aber. Okay, ich muss auch was trinken, das wird durstig hier bald. Ja, ja. Hast du was? Naja, ich hab was, nur ich muss trinken und wir laufen 4-2 Meter hinterher. Obwohl, ja. Ich glaube, die sind nicht aggressiv. Okay. Das Geile ist, ja. Da sind zwei Autospawner nebeneinander. Und gleich neben den Autospawnern ist, das sind aber keine Autos, Alter. Weil für wer, wenn da Autos wären, und gleich neben den Autospawnern sind, da ist dann Industriegebiet. Okay. Alter, scheiß Zombies, verpisst euch. Ich renne einfach mal die Scheune rein und dann renne ich. Schau ich mal, ob ich abhängen kann. Ja, genau, renn wieder rein und ich renne irgendwie außen rum oder so. Okay, schau nochmal zu den Autospawnern gleich. Die Alter, schaut mal hinter mich, Mann. Ja, es ist aber auch nicht so. 20 Zombies. Kenne ich auch. Weißt du noch, Max, als du früher mal so auf Server gespielt hast, wo niemand online war und wenn man richtig beim Debug-Monitor gesehen hat, wenn wir in Städten waren, wie sich die Zombies vermehrt haben. Ja, es ist witzig. Und irgendwie dann hinter uns gucken. Laut Debug-Monitor gibt es auf dem Server gerade 59 Zombies. Hinter uns sind ungefähr 80%. Es passiert, wenn man einfach durch Städte durchrennt. Trink, es muss ich auch was. Also, du bist jetzt hier in dieses Ding reingelaufen, oder? Ja. Ja, genau, ich laufe jetzt einfach mal hier hinten in den Wald rein. Okay. Da ist schon krass viel Zombies zum Abhängen. Okay, ja, ich laufe jetzt einfach mal. Okay, wo bist du? Ich bin hinter dem der Teil. Ah, ja, ich glaube, ich sehe auf jeden Fall die ganzen Zombies, die hinterher rennen. Was ist das denn hier? Alter, ist der riesengroße Ackerland hier. Ja, genau. Und hinter dem riesengroßen Ackerland ist der Autospawner. Okay, ich gehe jetzt einfach mal hin. Alter, wenn mich jetzt hier irgendjemand sieht, Mann, ich bin so tot. Weil du echt so auf dem Feld bist, oder? Ja. Ja. Ich weiß, immer so. Okay, aber die Zombies sind weg. Na, mir laufen gerade aber zwei hinterher. Einen sehe ich dann noch. Aber ich glaube, der hält auch nicht mehr lang durch. Wo bist du? Da erinnere ich mich noch, ich bin so ewig lang zwischen dem Ding hier, zwischen der Farm und dem Industriegebiet, wo ich gerade drin war, da hin und her gelaufen, um Outside zu finden. So. Ich hatte da zwei Autos, also ich hatte wirklich zwei Jeeps nebeneinander, die da beide gespawnt waren, weil da zwei Autos vorne sind. Okay. Und ich habe halt einen repariert. Und da habe ich mir, auch ein Camp gebaut. Und Paul hat mir irgendwie nicht geholfen. Ja. Das war zu der Zeit, wo ich keinen Computer hatte. Oh ja, stimmt. Dazu kein Internet, weil du. Ja, fuck. Egal. Trotzdem, auf alle Fälle. Ich durch Kanada in USA fahren. Ich hatte mir ein Camp gebaut mit einem Jeep und dem fetten, noch so diesem fetten Truck, diesem blauen mit dem gelben Ding, den du kennst sowieso nicht, aber egal. aber keine Autos, Alter. Egal. Keine Autos da. Egal, wir gehen immer unten in die Scheune rein.
Ja, vielleicht gibt es den CZ55. Ja. Also wenn, dann opfern wir aber deine AK, weil die M16 ist besser als die AK, weil sie einfach ein schöneres Visier hat. Finde ich. Was heißt, Paul, was heißt Iron Sight immer auf Deutsch? Also halt so... Zielfernrohr. Da, nein, nein, halt... Ja, man kann dran auf, sondern einfach nur... Ja, ich weiß einfach. Dinger. Also, wie heißen die nochmal, Paul? Sozusagen das Visier, weil man kein irgendwie Ding drauf hat. Ja, Wer ist nochmal? Auf Englisch heißt es Iron Sight, das weiß ich. Ich weiß auch, was du meinst, aber ich habe gerade keinen Plan, wie die heißen. Warte, ich schau mal hier rein, oder? Schau du mal, genau, ich schau da rein. Ich schau mal in die Hauptschwelle rein. Das ist gar keine CZ, das ist vermutlich der beste Spawn für eine. Was ist denn hier? Hatchet. Hier gibt's ein bisschen was an Holz und so ein Kack. Schock mich doch, Leo. Sorry. Okay, ich würde sagen, wir... Na, fuck. Okay. Ich schau mal auf die Map und dann suchen wir jetzt mal einen guten Spawn. Ah, genau, hast du noch eine Map für mich? Ja, ja, genau, ich gebe dir die auch gleich. Ich schau mal kurz einen guten. Ich schau mal, ob es irgendwo einen See gibt. Okay, warte mal, scheiße, da kommt ein Zombie rein. Rennen. Okay, wir hocken uns mal in den Wald und dann schauen wir, ob wir einen guten Platz finden, um zu warten. Ja. Also bei mir dürfte es nicht mehr so lang dauern. Ja, okay, wir sind jetzt aber auch schon weitergelaufen. Ja, wir sind aber immer noch um Telenogorsk, also im Notfall können wir uns da treffen. Okay. Hast du eine Karte, Paul? Jo. Okay. Und ich habe nebenher noch auch die Daisy-Map. Undercover-Map da offen, ja. Dann. So ein Zweitbildschirm ist ja schon geil. Ja, klar. Fremdwerber für Zweitbildschirme. Zweitbildschirm ist auch irgendwie voll die Marke und so. Okay, Leo, beschick dich mal und ich schau mal, ob ich hier irgendwas finde. Was finde? Oder so, wo wir uns unsere Flaschen auffüllen können. So. Weil ich hab da noch ein bisschen was an Cola und Zeug dabei, aber wir wollen ja nicht fett werden, oder? Das wäre echt. Nee, das könnt ihr nicht machen. Ich meine. Kann man fett werden und dann wird die Ausdauer irgendwie schwächer? Nein, Quatsch. Wäre doch geil. Nee, so geil wäre. Paul, schau mal auf der Desi-Karte, ob du was findest. Was denn? Was sucht ihr denn? Irgendwas ist so ein See oder so. So auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts, muss ich mal genauer schauen. Such mal, warte. Aber warte mal, ich kann mal gucken, ob es irgendwo eine Quelle gibt. Gibt es eine Quelle in Selenogorsk irgendwo? Ich warte kurz, ich stelle mich kurz dahin und guck mal nach. Die auf der Karte nicht eingezeichnet, also auf der normalen Karte natürlich nicht. Ich mach ja, es gibt eine. Und wenn ihr Richtung, da ist so eine, da ist eine, gibt's, wenn ihr Richtung nach Norden läuft, dann gibt's eine Kreuzung, also da auf der ganz großen Straße nach Norden. Die Kreuzung? Da gibt's eine Kreuzung, genau. Ja. Da geht's links, ist eine Kirche. Ja, sehe ich. Und rechts geht's weiter. Und wenn ihr da weiterläuft, dann geht irgendwann eine Straße ab. So eine, da ist eine. Dann, Ach, so komische Bogen? Ja, genau, machst du einen komischen Bogen und da ist irgend so ein Tanklager. Da. Und da gibt's auch eine Wasserquelle irgendwo. Wenn die Straße weiterläuft, kurz bis vor dem Ende ist da eine Quelle. Okay. Also, Leo, wenn du in meinen Rucksack schaust, darfst du die Karte, du kannst sie auch eine nehmen. Ich finde es eigentlich voll cheaten, wenn man nebenher auf irgendwelche Maps guckt, wo genau vermerkt ist, wo was spawnt und. Können ja von erst mal aufhören damit. Das war SD-Magazine. Map, okay. Was kann ich mir noch nehmen? Also wenn ihr M9 SD-Magazine findet. Ach so, ja, ich hab Starnak SD-Magazine, merke ich gerade, Leo. Also ich kann jetzt auch Leute lautlos umbringen. Okay, ja. Was soll ich mir noch nehmen? Oh, was gibt's da noch so drin? Du kannst dir noch eine Wasserflasche, die Wasserflasche, die drin ist, nehmen. Und ein bisschen was von Essen. Von dem Essen. Ja. Und wenn du Painkillers brauchst. Ne, hab ich noch zwei, danke. Okay. Passt. Dann, haben wir jetzt eine Map. Gut. Wo wollen wir hin? Wir gehen jetzt dahin, wo Paul uns gesagt hat. Also genau, ich habe jetzt SD-Magazine. Heißt, Spieler können uns auch wahrnehmen, aber Zombies nicht mehr, wenn ich schieße. Die waren die ganze Zeit in meinem Rucksack drin. Und ich habe sie irgendwie vergessen. Epic Fail. Okay, ich würde sagen, wir kriechen sozusagen einmal durch Zelenogorsk durch, oder? Wo bist du denn? Ich bin einfach da, ist rechts in diesem Wald da. Ich bin jetzt am Waldrand.